sich heraufgetragen und sind da erhoben Ski gefahren. Der niederösterreichische Landesskiverband, der ÖSV. Niederösterreich wurde von 4 Vereinen gegründet und einer davon war ein Sportverein aus Pressbaum, ein deutscher Sportverein, da muss man alle was mit Deutsch. Und hier war die Schanze, die Skisprungschanze von Pressbaum. Eine der vielen oder mehrere Skisprungschanzen, die es im Wienerwald gegeben hat. Skisport ist in Wien und im Wienerwald eigentlich als erstes massenhaft betrieben worden, am Semmering, in Lilienfeld gegründet und dann hier im Wienerwald massenhaft betrieben worden. Die Zeiten sind lang vorbei. Es gab einmal die Idee, diese Schanze wieder zu errichten. Leider haben die Verantwortlichen das nicht in die Wege gebracht. Sogar der Ernst Vettori war schon hier, der damalige ÖSV-Sportdirektor und Olympiasieger. Aber leider ist aus dem Projekt nichts geworden. Wäre schön gewesen, eine Schanze hier mit Turm. Hätte man einen kleinen Aussichtsturm machen können, vielleicht ein kleines Buffet. Wäre sicher eine Attraktion gewesen. Man hätte mit seinem Likör zusammen eine Sportschule machen können für nordischen Sport. Heutzutage braucht man keinen Schnee mehr dazu. Die Mattenspringer springen ja das ganze Jahr, egal ob Schnee liegt oder nicht. Wäre eine nette Sache geworden, ist nicht mehr. Aber die Erinnerung, dass in Pressbaum mal ein Skigebiet war, sogar mit eigener Skierzeugung, die Windtal-Ski, sind hier erzeugt worden. Das ist ein Fakt. Und die Autobahn hat es dann schlussendlich dem Ganzen ein Ende bereitet. Abgesehen davon, dass man ja Skilifte braucht heutzutage, aber durch die Autobahn war der Berg nicht mehr als Skifahrberg benutzbar. Die Pressbaumer wollten unbedingt die Autobahn haben. Eigentlich hätte sie weiter hinten verlaufen sollen, aber damals hat man halt, wie so oft, immer wieder mal anders gedacht, als es schlussendlich dann für alle gut war. Immerhin, heute immer noch ein schöner Platz hier. Ich wünsche euch noch was.